Willkommen bei einem neuen Video. Wir sind im Europapark und ich bin super aufgeregt, weil für mich ist es das allererste Mal. Ich war zwar schon in vielen anderen Parks, aber nicht im Europapark. Max ist Riesenfan vom Europapark und wir haben ein Model dabei, nämlich die Juliana, die ihr alle kennt von Germany's Next Topmodel. Und was wir dort alles erlebt haben, das seht ihr jetzt. Ich hab so Herzklopfen. Echt? Nee, ich hab mir dein Handy gedreht. Ist bei euch alles okay noch? Nein! Zittert ihr nicht? Oh Gott! Leute, ich hab Angst. Es war sehr toll. Ich fühle mich jetzt bereichert und bin, glaube ich, gut vorbereitet für alle anderen Bahnen. Und wie geht's dir? Ja, bis auf, dass ich ein bisschen feucht geworden bin, ist alles gut. Vor allem, ich sag bereichert und guck darüber so zu den ganzen Leuten, die ja, noch was vor sich haben. Ich wollte eigentlich sagen, zu den Muslimen. Bist du aufgeregt? Ich habe mega Angst. Aufgeregt ist untertrieben, ich habe richtig Angst. Ich will das eigentlich alles gar nicht, deine Schuld. Ich bin ja nicht schuld. Ich kann nicht Transe filmen. Aber weh. Ciao. Jana, pack dein Handy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Oh!
im Video sein. Ich habe jetzt richtig Angst. Hat mir jetzt Angst gemacht. Naja, komm doch mal runter. Hör mal auf, mir Angst zu machen. Ich finde es nicht witzig. Sind das alle dort? Ja. Du Scheiße. Das macht ja, echt Spaß. Aber es ist jetzt nur der Berg. Du müsst jetzt um dein Leben schreien. Pass auf. Nee, ich werde bei sowas immer ganz ruhig. Ich schreie jetzt schon um mein Leben. Ich schreie jetzt auch nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben versucht, so die besten Eindrücke von dem, was wir da erlebt haben, für euch einzufangen und auch so wiederzugeben, wie wir es gesehen haben. Wir haben jetzt natürlich nicht jedes Fahrgeschäft reingeschnitten. Das hätte einfach den Rahmen gesprengt, weil der Europapark ist wirklich so groß. Das wäre einfach, glaube ich, ein endloses Video geworden. Wenn ihr noch nicht da wart,
dann würde ich jedem jetzt sofort empfehlen, bucht eure Tickets, weil es war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ich muss sagen, ich war schon in ganz vielen Freizeitparks, auch international, aber der Europa-Park ist da wirklich schon ein Meilenstein. Er ist echt riesig, er hat unglaublich viele Fahrgeschäfte, spannende Fahrgeschäfte für groß und für klein. Die Abwechslung ist wirklich gigantisch und ich muss sagen, ich habe mir ganz schön oft fast in die Hosen gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt, weil ich liebe zwar Achterbahnen, aber die Achterbahnen im Europapark sind richtig heftig. Also Leute, ich quatsche mich hier um Kopf und Kragen. Fahrt auf jeden Fall hin und wenn ihr schon mal da wart, würde mich interessieren, was euch am besten gefallen hat. Wenn ihr noch nie da wart, dann würde mich mal interessieren, ob ihr vorhabt hinzufahren, spätestens jetzt wahrscheinlich, wenn ihr unser Video gesehen habt und welche Attraktion ihr so generell am coolsten fand von dem, was wir euch so vermittelt haben, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns ganz bald wieder. In diesem Sinne, tschüss!